So, was kann ich denn? Und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ist ja euer Berliner mit einer weiteren Folge Stars One. Ja, wie ihr seht, es hat sich nicht viel verändert im Moment. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe was in der Tasche. In der Tasche habe ich hier das Ding. Ich habe es auch noch nicht aufgestellt. Ich wollte warten. Und jetzt werden wir das Ding mal hinbauen. Ich denke mal hier hin. So, okay. Oh, what the fuck? Sind das für ein fettes Hoshi-Teil? Och du Scheiße, verschandelt ja mein ganzes Haus. Das Ding braucht ja alleine Platz für ein Haus. So, pflanzen wir. Ja, nicht schön, aber. Okay, dann schauen wir mal nach. Was kann das Teil denn jetzt? Okay, größere Akkus. Motherboard, so wie es aussieht. Oh, eine Auto-Workbench. Was kann die denn? Macht die alles alleine oder was? So, was kann sie denn noch? Konnten wir vorher schon. Das war auch. Oh, ein Chemielabor. Chemical Labor. Eine größere Energiezelle. Die braucht 8 Zellen alleine schon. Oh, Factory of Air Transport. Also Flugzeuge und, oder die Helis. Oh, Autos. Factory Transport. Sehr geil, Leute. Oh, Geothermalgenerator. Sehr nice. Und ein Greenhouse. Oh, ist ja noch mehr. Zentrifugenindustrie. Crusher. Elektrolyse. Furnace. Pressing. Okay, also alles die Industrieversionen jetzt. Die werden dann wahrscheinlich auch richtig industriemäßig groß sein. Das, nee, da ist noch was. Medical Capsule. Ich vermute mal, dass so eine Gesundheitsscheiße war, wo ich mich rinstelle und dann hier gesund werde. Kann das sein? Mal kicken. Wenn wir noch rausfinden. Ore-Extractor. Okay. Ist ja doch recht viel neu. Aber es war nee, da ist noch was. Sun-Panel, also ein Solarzellen. Cool. Oh, Windgenerator gibt es jetzt auch. Okay, kommt jedenfalls eine Menge auf uns zu, aber das war's dann wohl. Ich habe auch ein bisschen schon gecraftet. Ich habe auch diese Fest Motherboards ein bisschen gebaut. Ich habe probiert, Titanplatten zu bauen, aber irgendwie habe ich es noch nicht hingekriegt. Und wie ihr seht, ich habe ein paar Fenster hergestellt, weil wir können das Haus ja nicht so lassen. Wir müssen doch hier Fenster einbauen, Leute. Deswegen war ich mal, bauen wir jetzt hier mal ein paar Fenster ein. So, so sagen wir. Was sind das jetzt her? Okay. So, jetzt passt. Nein, jetzt habe ich denn jetzt. Habe ich halt denn jetzt gemacht? Ach, Kacke. Geht doch nicht so. Doch, geht so, wie ich es mir. Ja, geht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Sehr cool. Sehr, sehr cool, Leute. Hier geht sowas nicht hin. So, hier hatten wir auch große, ne? Genau. Zack. Und zack. Und da hatten wir kein großes. Okay, hier hatten wir noch ein großes, ne? Das ist ja Mist. Mal kicken, wenn nicht, machen wir da noch Steinchen hin. Weil da ist es niedriger. Zwei Steinchen, na gucken, warten wir mal ab. Achso, hier könnte man vielleicht auch noch so ein Ding hinkriegen, ne? Na gut, dann machen wir was anders. Dann bekommen hier noch die Fenster hin. So langsam wird's, Leute. Ist auch noch kein Fenster drin. Ich habe aber noch nicht alle bauen können, leider Gottes. Obwohl, könnte doch reichen. Schon wieder. Ah, nee, das war zu weit. So, das Fenster. Hier hin. Okay, jetzt passt es. Und hier hin. Nice. Hier haben wir schon Fenster drin, ne? Ja, da haben wir Fenster drin. Da haben wir auch Fenster drin. Das Einzige, wo wir kein Fenster drin haben, ist hier. Gut. Sehr schön. Da haben wir auch noch kein Fenster. So, dann bauen wir da jetzt so ein Fenster hin. Nee, das ist nicht. Wir brauchen einzelne. Na, die habe ich jetzt wahrscheinlich. Nee, doch, da habe ich noch eins. Ihr seht, es ist schon wieder dunkel hier. Boah, sieht das geil aus. Aber wir haben ja eigentlich kein Problem mit Essen. Wir haben ja mehr als genug da, Leute. Natürlich doof, jetzt kann ich hier nicht mehr reinspringen, wie ich das haben will.
Sehr geil, sehr geil. Oh, fuck, geil. So, da wollten wir irgendwann auch noch, da wollen wir eine Treppe noch umbauen. Gut, ich glaube, jetzt war es erstmal. Jetzt haben wir zumindest alle Fenster abgedichtet. Lampe haben wir auch Strom. So, und wir gucken jetzt mal hier. Ich hatte ein bisschen was zusammengefarmt. Was haben wir denn hier? 25 brauchen wir davon. 24 haben wir davon. So, was brauchen wir noch? Stahl. Ach, Titanplatten. Ja, Leute, ich muss wissen, wie ich Titanplatten herstellen kann. Ganz, ganz wichtig. Weil ich würde gerne was bauen. Ja, wie kriege ich Stahlplatten hin? Also Titanplatten, Leute. Das würde ich gerne wissen. Was ist denn das? 20? Davon 50. Alter Falter, ey. Da geht ja richtig was drauf hier. Okay, Leute. So, wir werden jetzt probieren, einen Industrieofen zu bauen. Mal sehen, was wir dafür brauchen. Schrauben. 210 Schrauben und 20 davon, 16 davon. Die haben wir. Die haben wir nicht zusammen. Die brauchen wir aber. Da können wir eine Menge von bauen. Davon habe ich so einiges. So, dann bauen wir davon mal was. Also, weil ich habe von dem Tipp von Elias, und Dankeschön nochmal dafür, bekommen, dass wir zum Titan bauen einen Industrieofen brauchen. Kann ich ja lange hier probieren, Leute. Dann kann ich ja echt lange hier probieren. So, Industrieofen, was brauchen wir noch? Wir brauchen 210 Schrauben, 54 haben wir, 20 Motherboards brauchen wir. So, und, was brauchen wir noch? Was war denn das jetzt? Oh Gott. Zentrifuge, hier haben wir den Ofen. 15 Stahlplatten, die haben wir, davon haben wir 24. Schrauben brauchen wir noch, genau. 1, 2, 3, ach so, er macht immer die 1 weg. Was war denn 200, ne? So, haben wir. Gut, dann können wir jetzt wohl den Ofen bauen. Das wäre doch mal obergeil, Leute. 100 davon haben wir. Davon haben wir. Stahlplatten haben wir. 42, perfekt. Oh, da ist er. Jetzt sag bitte nicht, der ist auch so ein Riesenhoshi. Alter, ach du Scheiße. Na gut, dann machen wir das jetzt anders. Weil das ist mir definitiv zur Fülle, Leute. So, bauen wir einen Hammer. Weil ich habe keinen Bock hier auf ewige Fuchtelei und Macherei. Hier, wo ist der Hammer? Da ist der Hammer. Oh, das war der falsche. Da haben wir den Hammer. Die Flaschen packen wir mal weg. Die brauchen wir erstmal nicht. So, dann machen wir nämlich hier jetzt eine Ebene hin. So, Fenster. So, dann werden wir die nämlich jetzt erstmal hier hinstellen, Leute. Oh Gott. Ist das ein Hoshi, ey. So. Gut, dann werden wir jetzt mal da Kuh-like ohne in die Tasche. Ach Mann, ist doch nervig. So, dann werden wir jetzt mal Kohle reinstopfen. Funktioniert wahrscheinlich auch mit Kohle und. Nee, das nicht. Silikon. Kohle, Power. Titanpulver. Ach, da habe ich nur eins drin. Ach so, halt. Na gut, dann müssen wir doch anders bauen. Ach, kann ich den nicht abbauen mit dem Schraubenzieher? Oh nein. Ach so, halt. Ach Mann, ey, jeder Gang macht Schlange. Titan, Titan, Titan. Ich hatte das so völlig schon gemacht. Oder irre ich mich jetzt? Kohl. Habe ich jetzt doof? Hier ist er. Ja, ich komme wieder in falsche Ecke geguckt. Hm. Jetzt dürfen wir gespannt sein. Funktioniert das? Bestimmt reicht dafür meine Energie wieder nicht aus. Ne? Kann das sein? Kein Bock da durchziehen. So. Wieso funktioniert das jetzt wieder nicht? Ich brauche bestimmt mehr einen größeren Generator dafür. Oh. Wieso sind die jetzt grau? Die waren da eben weiß. Oder ist das nur, weil sie im Schatten stehen? Wahrscheinlich, ja? Ach, das ist doch zum Kinderkriegen, ey. Davon brauche ich 25 Stück. Wie soll ich denn die bauen, ey? Na gut, ich könnte sie bauen. Es nimmt so langsam hier alles Form an. Das freut mich. Denn wir können endlich mal ein bisschen bauen. 25, ey.
Ist ja unglaublich. Muss mir mal angucken, was ich komplett immer mehr brauche. Weil dann könnte ich alles vorarbeiten. Und ihr braucht nicht so lange, weil ich da vom Monitor hänge, wenn ich das alles zusammenfahre und mache. Der Regen geht mir auf den Keks. Das ist ja wie bei uns hier heute. So, ich habe übrigens noch einen Generator gebaut. Den können wir mal schnell noch aufbauen, weil dann dürfen wir mehr Strom fabrizieren, vermute ich mal. Siehst du, den habe ich ganz vergessen. Den habe ich ja auch schon fertig gemacht, den zweiten. Er fabriziert auch. Hier ist mal nichts drin. Hier auch nicht, hier auch nicht. Da haben wir was drin. Titanpowder wollen wir jetzt erstmal nicht haben. Jetzt müsste er sich aufladen eigentlich. Oder ist zu weit weg. Ach, da ist es. Oh Gott, bin ich blind. So, da stellen wir es jetzt auf. Hier nochmal. Er lädt sich jetzt auf. Er hat aber trotzdem die Kapazität der Batterien müssen wir erhöhen. Das ist das, was ich glaube auch Elias meinte. Das heißt, dafür brauchen wir mehr Akkukapazität und das wäre der hier oben. Und dafür brauchen wir die 25 Stück hiervon. Und die können wir nur produzieren, wenn wir die Teile alle haben. Die hier. Davon brauchen wir noch, davon haben wir welche. Computerchips haben wir welche. Wir können erstmal noch ein paar hinbauen. Jetzt brauchen wir Stahlplatten. Ach, ist das ein Scheiß, ey. Ich setze dann hier nachher gleich einen Cut an. Wir müssen Bäume fahren gehen, Leute. Da ist es. Jo, jetzt müssen wir rangehen und uns ein paar Bäumchen farmen. Oh, der hat sogar der andere geblockt, habt ihr gesehen? Hier werden wir uns mal einen neuen Wald demnächst hinstellen, weil wir haben ganz schön. Oh! Nice, Leute, guck mal. Wieso ist der jetzt umgekippt? An dem war ich doch gar nicht dran. Okay. Unglaublich. Nee, oder? Das ist aber neu. Das war gestern oder die Tage noch nicht. Baumfeld! Finde ich gut. Fick richtig. Hätte mir ein Arsch gebissen, wenn ich jetzt gestorben wäre, weil wir spawnen. Bisher bin ich nicht am Bett gespawnt. Wir gehen jetzt noch Wasser auffüllen. Das brauchen wir. Weil es wird bestimmt auch wieder, bald wieder Nacht. Und dann müssen wir. Ja, kaum rede ich davon. Schon kommt es. So wie ich es gesagt habe. Ich würde sagen, wir hauen die hier noch um, die Bäume. Ja, jetzt müssen wir sogar noch aufpassen, dass uns die Bäumchen auf den Schädel knallen, Leute. Harter Einschlag, Leute, genau neben uns. Das war neu, ne? War vorher nicht so, dass man das Ding auf den Schädel kriegt. Was ist denn jetzt passiert? Ich war doch. Ach du Kacke. Okay. Jetzt sieht's ja hier aus. Ich frag mich, wenn so ein Baum mir auf mein Häuschen knallt, was dann passiert? Geht es zu Bruch? Würde mich mal interessieren. Werden wir mal irgendwann testen, hoffe ich. Jawohl, da haben wir's. Gut, wir lassen die mal ackern da. Halt mal, wir könnten eigentlich auch die Tage dann hier das andere bauen. Und dann würde ich sagen, wir bauen oben weiter und bauen uns ein cooles Stockwerk drauf. Was sagt ihr dazu? Gibt es hier vielleicht später eine Möglichkeit, einen Fahrstuhl zu bauen? Bitte, genau 25. Jawohl. Wir haben 25, Leute. So, und jetzt können wir das Ding hier bauen. Ich glaube, wenn wir dann alles später aufs Dach bauen oder ein Stockwerk höher, damit wir das dann alles haben. So, den können wir erstmal so lassen. Ich glaube, es sollte reichen. 6 Stück, genau. 6 Stück haben wir jetzt auch. Habe ich doch richtig in Erinnerung. Und nun haben wir einen größeren Akku. Und ich vermute mal, den brauchen wir bloß irgendwo hier hinbauen, oder? Daneben, oder was? Ja, wir stellen ihn jetzt mal hier in die Mitte. Und er lädt. Oh, 25.000 Energie haben wir dann, Leute. Mal sehen, können wir denn damit das Ding jetzt anschmeißen hier? Können wir nicht, wieso können wir das nicht? Ich würde sagen, das war's dann erstmal für heute. Ich mache dann erstmal Pause mit der Folge, auch wenn wieder nicht viel passiert ist. Schreibt mir mal rein, was ihr lieber sehen wollt. Oder ob ihr genau sowas sehen wollt, wo ich dann probiere und probiere. Oder ob ich vorarbeiten soll oder ihr mehr Action sehen wollt. Ach so, wartet mal. Mal testen. Was geht der jetzt wohl? Also bei mir geht's nicht. Ach doch, jetzt wird's. Ach so, brauche ich nur anklicken. Okay.
Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall nächstes Mal wieder dabei, wenn das heißt, der Berliner zockt Star Sworn. Und könnt mir einen Kommentar reinschreiben, wie ihr auch gerne eine Folge sehen wollt, ob ihr mehr Action haben wollt, obwohl, mal gucken, ich will mit den anderen mal zusammenspielen die Tage. Vielleicht passiert da ein bisschen mehr. Ansonsten wünsche ich euch was. Dankeschön fürs Zuschauen. War und tschüss mit Ö, euer Berliner. Bye, bye.